Willkommen, der Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Ja, ist halt so. Zum ersten Mal, ihr kennt ja meine Videoclips und zum ersten Mal war ich selber sauer. Ich war bei Rewe und war in der Schlange und wie das so ist, na, ihr kennt ja die Quengelkrone. Wartet man und schaut und wartet und auf einmal glotzt etwas einen an. Ja? Bei den Kindern ist es ja meist Süßigkeiten. Kennen wir. Aber selbst kommt man auch in diese Falle. Ja, hatte ich einfach mal Deadpool genommen. Hab gedacht, komm, den hast du ja noch nie dir angesehen. Und dann obendrein noch als DVD. Ich bin Händler, ich kriege das etwas günstiger, aber keine Ahnung. Ich war in der Quengel-Dings da und habe einfach reingegriffen. Ja, wie das so ist, hatte ich mir dann bei meinem Händler angeguckt, da hatte ich schon so eine Krawatte. Und dann habe ich halt bei Amazon reingesehen und da hatte ich die doppelte Krawatte. Also ich hatte Deadpool für 9,99 € gekauft bei Rewe an der Quengelkasse. Und werde ich nicht mehr tun, weil schon alleine bei Mediamarkt kostet diese DVD nur 6,95 €. Also war schon mal 3 € weniger. Und bei Amazon hätte ich es auch für weniger haben können, für 5,99 € Deadpool auf DVD. Ja, und das sind so Sachen, der Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Tja, ich meine, Rewe ist nicht gerade billig. Rewe hat einige Sachen bis zu 55% angezogen, ja. Also vor 3 Tagen kam die Milch, eine gewisse Milch, ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, 2,49 €. Und 6 Tage später 2,99 €. Ja, es kann sein, dass in 6 Monaten dasselbe Produkt, das ist keine normale Milch, das habt ihr schon gemerkt, wer kauft schon Milch für 2,49 €? Aber ist so eine Art Soja-Gedöne da und kostet jetzt 2,99 €. Natürlich ist von der großen Menge, natürlich haben die gemerkt, stopp mal, wenn wir den Preis teurer machen, wird auch die Ware weniger gekauft. Schwupp, ist auch weniger, ist nur noch eine Kiste, früher waren 6 Kisten, jetzt ist nur noch eine für 2,99 €. Also die Stückzahl wird verringert, auch in den Tüten, ja, ist mehr Luft drin. Früher waren es 5 Kassetten, jetzt sind es nur 4 zum selben Preis und so weiter und so und dann noch verteuert. Also ihr seht schon, es geht alles nur noch ums Geld. So, ich gehe mal rein. So. Es stirbt der Einzelhandel, es lebe der Einzelhandel. Ja, was machen wir da? Auch bei den Figuren. So, wenn man jetzt sieht, eine Figur, die bei Amazon 169 € kosten soll, und günstigstens 129 plus 45 € Verpackung und all solche Scherze. Also wir leben alle in einer merkwürdigen Blase, sagen wir mal so. Und wenn die irgendwann mal angestochen wird, dann weiß man nicht, was da auf einen zukommt. Welche Explosion uns da wegreißt aus der wirtschaftlichen Zeit. Denn irgendwas stimmt überhaupt nicht. Gut, ich habe jetzt wirklich viel eingekauft, was ich euch im August dann als Sendung zeigen möchte. Ich meine, ich war auch da war ich irritiert, ja. In Kalifornien wurden mir die Figuren für 6,18 € angeboten und dann hatte ich gestern kontrolliert, bieten sie das plötzlich für 5,99 € an, ohne alles. Ich weiß nicht, was da kommt, was für ein Schrott kommt. Verzeiht mir, ich habe die Tür auf, wir haben immer noch Sommer, ja, wir haben Sommer, merkwürdigen Sommer. So. Ich habe ja die Preise verglichen, hatte ich euch ja im letzten Clip gezeigt. Bin also immer noch nicht so richtig zufrieden und wie gesagt, der Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Und der bekommt also nicht die Konditionen wie die fetten Großen, das ist eben so. Also hier in dieser Stadt, da haben wir kein Spielwaren mehr, kein Fachgeschäft mehr, nichts. Man kann überall in jedem, ob Kika-Laden, Woolworths, was auch nicht mehr Woolworths ist, sondern so ein Konsortium. Überall kann man irgendwelchen Schrott, wohlgemerkt Schrott kaufen, ja. Kann man auch im 1-Euro-Laden, kann man Star Wars Schrott kaufen. Das hat nichts mit Echtheit zu tun. Die Echtheit, wie wir die hier haben als Sammelfiguren und ausgewogene Figuren und auch nach gewissen Gesichtspunkten eingekaufte Figuren, gibt es da nicht. So, wir waren auch gestern bei Karstadt.
Holland in Not, auch der größte Schrott aller Zeiten. Den würde ich auch für 3 Euro nicht kaufen. Und das ist eben so. So, jetzt hat man sich auf Sammelfiguren eingeschossen. Man hat gehobene Sachen, Sideshow-Figuren, Kabukiya-Figuren, die guten Serien, Hasbro, die guten Serien. Und gekauft wird nicht. Gut, wenn ich ganz ehrlich bin, so gerne möchte ich die gar nicht mehr verkaufen, weil ich habe mich jetzt mittlerweile daran gewöhnt. Ich habe mich daran gewöhnt, dass die Leute nur gucken kommen, darüber philosophieren. Ja, und ich kann halt damit hin und wieder schöne Sachen machen, ne? Schöne Dekorationen. Habe ja, wie gesagt, mit Star Wars 7 und 8 hatte ich da was vor. Mal gucken, ob ich den Mark Hamill da noch bekomme als Luke Skywalker in seinem E8 oder E7 Outfit. Dann kann man da also, wie gesagt, auch was Schönes im Schaufenster machen. Das werde ich jetzt immer machen. Immer wenn ein Spielfilm kommt, werde ich es machen. Dann räume ich es einfach weg. Was als Händler natürlich nicht so gut ist, weil als Händler kann man die Figuren ja immer mal verkaufen. Es kommt immer mal einer vorbei und sagt, wow, hast du tolle Sachen, nehme ich mit. Ja, deswegen stört das einen nicht. Dann wird halt noch mehr irgendwie, und es wird auch sicherlich in irgendwelchen Ecken konzipiert rein. Ich habe auch ganz viele DVDs und Blu-rays eingekauft für Weihnachten. Mal schauen. Wie gesagt, günstiger, jedenfalls günstiger wie Rewe, ja, oder Real, ja, werden die dann angeboten. Aber wie gesagt, so ein kleiner Krauterladen hier, so eine Tante immer, die sterben aus, ist so, ne? Also ich kann mich hier mehr hinsetzen, mehr mit euch philosophieren, hier mehr Videoclips machen. Früher war das gar nicht möglich, da war das immer voll. Ja. Grüße. Morgen. Nun, Amazon will ich euch gar nicht ausreden. Das irrationale Verhalten kann man einfach nicht aus den Köpfen anderer bekommen. Das geht gar nicht. Ich bin kein Schnäppchenjäger, ich bin Unternehmer und ich muss natürlich sehen, dass ich es so bekomme, dass ich es auch verkaufen kann, damit es sich lohnt. Ja? Ich kaufe jetzt hier nicht so ein Buch, was weiß ich, für 3 Euro und gibt dann auch nochmal 3,90 Euro für Versandkosten, also 6,90 Euro. Das Buch kann ich leider nicht verkaufen, weil das Buch kostet nur 3,90 Euro. So, das sind so Sachen. Ja? Man hat an sich seinen großen Handel, wo man hin und wo man einkauft, aber in Wirklichkeit ist es wie die Metro. Quatsch, die haben länger auf. Man bekommt seine Rechnung separiert, ja, so richtig schön. Da die Märchensteuer, da der Preis und so. Mehr nicht, ja, aber am Ende zahlt man also viel mehr und kann es nicht mehr verkaufen. Ich habe mir erlaubt, bei Amazon jetzt wirklich tagelang mir das mal anzusehen im Star Wars Store und so weiter. So, manche bieten eine Figur für 7,99 Euro, eine andere 8,99 Euro, 9,99 Euro. Das Lustige an der Geschichte ist, der für 7,99 Euro das anbietet, will dann dazu nochmal 5 Euro Versandkosten haben. Der das anbietet für 8,99 Euro oder 9,99 Euro, der möchte nur 2,50 Euro oder 3,90 Euro zusätzliche Versandkosten dabei haben. Rechnet es euch selbst aus. Und sich selbst zu veräppeln, indem man dann zusätzlich noch ein Buch kauft, damit man keine Versandkosten zu zahlen hätte, ist doch dasselbe. Ach, herrlich. Ja, der Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Den Slogan, den nagel ich mir hier irgendwann mal an die Tür. So, ich bin auch, wie gesagt, unterwegs. Einige Figuren werden also auch für 6,19 Euro angeboten. Da fragt man sich selber, wie kann es sein, dass dieselbe Figur, die... Hallöchen. Bei Amazon, wie gesagt, ist jetzt irgendwo neue oder sind einige neue, die Star Wars Figuren, die richtig Geld kosten, also ein Drewback zwischen 126 angeboten bis 169. Ihr kennt ja die Preise. Für die Amazon Jäger, ihr seht das ja, dass da ein neuer gekommen ist, der halt die Sachen zwischen 5,99 Euro und 6,18 Euro anbietet. Ich habe die jetzt alle mal aufgekauft da in Kalifornien und ich gehe auch gerade noch gucken. Ich habe auch gerade 15 cm großen
Ben Kenobi eingekauft für 6,18 Euro. Muss natürlich einen ganzen Monat warten. Muss also 4 lange Wochen warten. Also der Obi-Wan Kenobi kommt dann zwischen den 12. und 23. August. So, einen ganzen Monat halt warten. Gut, ich bekomme ihn aber für 6,18 Euro oder 5,99 Euro. Versandkostenfrei. Was das immer bedeuten mag, keine Ahnung. Welchen Weg die gefunden haben von Amerika, Kalifornien, nach hier in Deutschland, um mir dann diese Star Wars Figuren für 5,99 Euro, 6,19 Euro, 15 cm Hasbro anzubieten. Tja, bin ich gespannt. Also ihr Amazon-Jäger macht das ja selber und deswegen stirbt der Einzelhandel, es lebe der Einzelhandel. Gut, wenn jetzt hier eine Frequentierung wäre, also wenn die Leute wirklich Star Wars würden mögen, also hier mag keiner Star Wars, kann sein, wir haben über 6000 SGB-2 Kunden. 6000 SGB-2 Kunden, die natürlich das Geld nicht so locker haben. Aber wenn man so günstig einkauft, 5,99 Euro, 6,18 Euro, dann kann man ja immer noch vor Ort hier die Preise so tief anbieten, dass man auch noch ein bisschen Gewinn hat. So, wie gesagt, ich habe es kontrolliert, die Preise, also die bei Amazon sind ja alle Händler und alle Händler versuchen da irgendwie was zu machen. Das ist sehr raffiniert. Wenn hier zum Beispiel eine Limited Edition von Luminia Unduli Jedi Master Attack of the Clones Figur Nummer 26 für 8,90 Euro, 7,90 Euro, 5,90 Euro angeboten wird und dann draufgeschlagen wird dann noch der Versand. Wer Amazon Prime ist, zahlt auch horrendes Geld, weil die Ware ist dann weit überteuert, dann muss man auch schmunzeln, weil die Preise, wie schon gesagt, 7,90 Euro kommen dann 5 Euro Versandkosten dabei, für 8,90 Euro kommen 4,50 Euro oder 3,50 Euro Versandkosten dabei, dann gibt es dieselbe Figur noch einmal für 14,95 Euro plus. Dann gibt es die nochmal für 24, 23. Also, wie gesagt, natürlich drückt man da drauf für 5,99 Euro ohne Versand. Ist klar, aber die werden ja nicht alle angeboten. Also, die, keine Ahnung, ich habe jetzt, wie gesagt, über 10 Figuren mal bestellt. Das sind jetzt 100 Euro, die ich da jetzt ausgegeben habe. Ich investiere jetzt 100 Euro, weil einige Figuren, da kann ich mal gucken, ob heute noch eine kommt, dann könnte ich sie bei laufenden Dreharbeiten hier vorstellen. Also die Preise, die jetzt hier genannt werden, sind vor laufender Kamera. In den Dreharbeiten sind die jetzt recherchiert worden und haben also nichts mehr in dem Moment mit zu tun, in dem Moment, wo ihr diesen Videoclip seht. So, es stirbt der Einzelhandel, es lebe der Einzelhandel. Das ist jetzt hier die Idee, die wir jetzt hier am Laufen haben. Also am 23. August könnte man dann eine Sendung machen mit allen Figuren. Wenn ich sie eher bekomme, mache ich die Sendung auch eher und ich zeige euch auch die Sachen. So, meine Ahsoka ist ja da. Sabrina ist auf dem Weg. Kann sein, dass sie morgen, übermorgen eintrifft. Die trifft also heute nicht bei den Dreharbeiten ein. Vielleicht trifft sie ein bei den anderen Dreharbeiten, dann zeige ich sie euch. Wie gesagt, die Eingefleischten, ihr kennt es ja, ja. Die eingefleischten Sammler. Sabrina aus The Rebels. Alle Figuren, also Sabine ist wunderbar gemacht und die gefällt mir. Warum weiß ich nicht, aber die Figur gefällt mir einfach. Die habe ich auch gekauft gehabt, natürlich auch weiter verschenkt, weil das ein Weihnachtsgeschenk war für die PlayStation Infinity. Ja, irgendwie gefällt die mir. Warum, weiß ich nicht, aber frag mich nicht. Also, der Obi-Wan Kenobi, den ich jetzt für 5,99 Euro bestellt habe, der am 23. bis zum 23. August dann vielleicht aus Kalifornien, USA hier eintrifft, ohne Versandkosten, ohne alles, würde jetzt hier kosten normal 19,99 Euro Prime. Und normal 14,95 plus 4,50 Euro Versandkosten. Also immer dasselbe. Einfach mal drüber sinnen, ob ihr da 50 Cent, 1 Cent,
20 Cent Gewinn habt. Also, ne? Ich fand vorhin, wie ich schon sagte, bei Rewe da den Deadpool geholt für 9,99 Euro, war ich schon sauer, weil für das Geld hätte ich im Internet zwei haben können, zwei Filme. Das ist eben so. Ich bin jetzt nicht knauserig, aber ich bin halt Unternehmer und ich führe eine Firma und ich muss ja auch zusehen, dass die Rechnungen bezahlt werden. Also muss ich auch so einkaufen, dass ich ein bisschen Gewinn habe, dass da also auch, ne? Als Unternehmer ist es nicht so schlimm, weil man kann eine sogenannte Mischkalkulation machen, damit man dann plus minus null irgendwie hinkommt. Der größte Teil ist nun mal die Dienstleistung. Wir arbeiten halt im Film-Fotobereich und das bleibt auch so. Und die Figuren waren halt durch das Filmfigurenmuseum München-Gladbach, Berliner Straße in Szene gesetzt und Filmfiguren-Theater und dieses Filmfiguren-TV hat man ja im Jahre 2010 am Laufen. Hat auch viel Spaß gemacht, wir hatten auch sehr viel Zulauf und wir waren regelrecht ausverkauft. Aber wie das nun mal so ist, ich wiederhole mich, aber 2015 kam E7 und dann fühlte man sich irgendwie so angefixt. Besonders 2017 bzw. 16, Rogue One und jetzt 17 E8 und 2018 Han Solo. Also kommt man da nicht so raus. Grüße, Hallöchen. Der Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. So, jetzt haben wir in Inia, ne, die gute Version des Stormtroopers, nein, First Order. Ne? Gut verarbeitet, sieht ja auch gut aus. Wenn man die so hintereinander stellt, sieht das auch klasse aus. Man muss die nicht unbedingt aus der Verpackung nehmen. Ist gut verarbeitet, den gibt es ja zigmal in zig Variationen. Aber jeder, der halt in diesem Case das gerne kaufen würde wollen, kostet jetzt im Moment 42,89 bei Amazon und natürlich gibt es da 13 Anbieter. So, schauen wir mal. Wie gesagt, den könnt ihr jetzt haben für 42,89 bei Amazon ohne Kosten, also zusätzliche. Dann gibt es ihn für 38,95 mit 3,99 Versandkosten. Also der teuerste wäre 57,33 Euro plus 13,50 Euro Versandkosten bei Amazon. Meine lieben Freunde, wollt ihr 60 Euro dafür ausgeben? Ja, nein. Also hier würde er kosten, wenn die Leute reinkämen, 39,95 Euro. Ohne alles, ist klar. Und wenn Weihnachten ist, vielleicht 35, also 34,95 Euro. Ja, im Einzelhandel. Aber der Einzelhandel stimmt ja, ne? Er kauft ja nur bei Amazon. Dann kauft ihr mal schön bei Amazon. So, haben wir uns heute mal wieder hier vorbereitet. Irgendwann bekomme ich den, kein Scherz. Irgendwann bekomme ich den auch für 6,99 Euro oder 5,18 Euro da in Kalifornien. Müsste ich mal eben hinfliegen und dann mal kräftig einen Container voll machen. Ich weiß nicht, warum die so günstig sind. Ich weiß es nicht, aber ist halt so. Über die Preisphilosophie, also die Frage lautet halt, geht ihr halt nicht gerne einkaufen, geht ihr nicht gerne in ein Geschäft schnüren, die Ware anschauen, ob sie euch gefällt, anfassen, gefällt sie euch, möchtet ihr die haben, möchtet ihr die kaufen, ja, okay, als Händler klicke ich, also wie gesagt, ich habe ja die Episode 6, Todesstern, wo die da alle sitzen, kostet jetzt mittlerweile 156,40 und ich habe es immer für wenig Geld angeboten. Hat keiner sich für 156,40 bei Amazon plus 8 Euro Versand und Rekord sehe ich gerade 228,90 plus 31,90 Versand. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich gesprochen habe, zeige ich euch das heute mal. Ich habe davon gesprochen. Ich habe es immer angeboten, so für 99, sogar hin und wieder mal für 59. Ja? Interessiert sich keiner für, deswegen kostet das jetzt 228,69 plus 31,50 Versandkosten bei Amazon. Ja, wisst ihr Bescheid. Also, es lebe der Einzelhandel. Ja? Hier hättet ihr das für 69,95 haben können,
oder 99, 95, je nachdem, wie gerade oder ja, wie ihr da gerade so vorbeigekommen wäret, aber will ja keiner haben. Deswegen bleibt man da stehen, ein bisschen sauber machen, ne, den Staub ein bisschen abmachen. Ne. Der Einzelhandel stirbt ja, es lebe der Einzelhandel. Ja. Also wie gesagt, beim Einzelhandel könnt ihr nämlich immer noch gute Schnäppchen machen, beim Einzelhandel könnt ihr immer noch gut einkaufen, beim Einzelhandel könnt ihr euch noch unterhalten, philosophieren, ihr könnt euch in die Star Wars Lounge setzen, aber nein, ihr sitzt ja vor eurem Handy, ihr sitzt ja vor eurem Smartphone, ihr sitzt ja vor eurem Laptop, Desktop, egal, ihr sitzt vor eurem Computer und klick, 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 kauft. Naja, neue Zeit, kalte Zeit. Mhm. Es ist eine kalte Zeit. Grüße, hi. Hallo. Hi. Wir bieten natürlich auch Filme an, extra. An sich hatten wir uns hier spezialisiert auf 18-jährige Filme. Nicht Porno, muss nicht sein, sondern die heftigen Filme ab 18, ungeschnitten und voller Blut. Hier Lesbian Vampire Killers, das geht ja noch. 16 Version, 18 hatte ich nicht bekommen, aber der Film war so gut wie überhaupt nicht zu erhalten. Es war wirklich, ich musste wirklich bei den Händlern suchen, dass ich den Film bekommen konnte. Lesbian Vampire Killers, wie gesagt, das sind Filme, die Kunden haben wollen. Back Sheep hier zum Beispiel, einmal als DVD und einmal als Blu-ray. So, und darauf möchte ich jetzt hinaus. Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Für diese beiden musste jeweils, weil es 18er Versionen sind, 5 Euro extra bezahlt werden. Das kann ich nochmal eben eingeben hier. Okay, jetzt habe ich mich wieder nicht vorbereitet. Sollte man ja machen, damit ihr, damit die Sendung nicht zu lange wird. Also gebt einfach bei Google diese Nummer ein, die ISDN-Nummer. Ich habe jetzt hier. Gucken hier. Könnt ihr vorspulen, wenn euch das jetzt zu lange ist. Aber ich will das mal eben lokalisieren hier. Diese sogenannten 5 Euro passieren auch bei Amazon mittlerweile. Auch Amazon kassiert 5 Euro extra. Also, es wird hier gerade angeboten. Dieser Film wird jetzt bei Amazon angeboten. Für 4,99 Euro. So, freut man sich. Oh, günstig. Jetzt drücken wir mal drauf. Ja, kostet komischerweise angeblich neu 4,99 Euro Standard Blu-ray. Ne? 4,99 Euro. Und gebraucht ab 5,99 Euro. Komischerweise. So, jetzt kommt's. Plus 5 Euro. Plus 5 Euro, weil es eine 18er Version ist. Also nichts 4,99 Euro. Gar nichts 4,99 Euro. Die kostet im EK dann 9,99 Euro. Im Einkauf 9,99 Euro. So, wenn ihr Pech habt, bekommt ihr die ja nochmal mit Versandkosten. Also kostet sie dann 14,99 Euro. Es sind natürlich raffinierte Geschichten. Man, oh, 4,99 Euro. Das ist aber nicht so. Also wir hatten auch Conan den Barbar, wollten wir haben, 9,95 Euro, dann kommen da nochmal 5 Euro dazu. Hallöchen! Aufgefallen war es, weil wir ja wie gesagt bei Großhändlern einkaufen und Kunden gefragt haben, könntest du mir nicht besorgen, ich suche den Film händeringend, ich bekomme ihn nirgendwo. Okay, dann haben wir uns hingesetzt und haben den gesucht. Hallo, grüß dich. Ja. 20 Cent plus. Tja, wie kann man denn so viel Geld nehmen? Also das geht ja überhaupt nicht. Also nein. War gerade, deswegen muss ich unterbrechen. Kopien kosten 20 Cent, da mögen die nicht, ist denen zu teuer. Die möchten alles umsonst haben. Darum geht's ja. Ihr wollt alles umsonst haben. Amazon, ah, krieg ich alles umsonst. Nein, kriegt ihr nicht. Das ist totaler Schwachfug. Wie gesagt, auch bei den Filmen, 18-jährigen Filmen und so, das ist kein Versand, das ist extra, ist von der EU so gemacht worden. Wir müssen ja obendrein auch noch den Ausweis zücken, ja auch noch. Hi, grüß dich. So, Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. So, jetzt haben wir hier mal so aus dem Film Prince of Persia, ein paar Figuren, mal eben rausgesucht. Also wir verkaufen diese Figuren für 4,95 Euro, 5,95 Euro höchstens, ja.
So, jetzt sind wir wieder bei Amazon. Amazon möchte haben, wir haben es ja vorbereitet diesmal, 10,78 Euro. Ja, 10,78 Euro. Ja, für diese Figur. Und 3 Euro Versand. Ja, noch einmal, bei uns 4,95 Euro, 5,95 Euro. Prince of Persia. Ja, und bei Amazon 13 Euro, 14 Euro mit Versand zusammen. Oder ihr könnt den haben für 12,99 Euro plus 4 Euro Versand. Das sind also 16,99 Euro. Hurra, ihr kauft ja bei Amazon. Ja, kauft ihr ruhig bei Amazon. Lasst den Einzelhandel ruhig sterben. Macht die anderen richtig froh. Wisst ihr, ihr Schnäppchenjäger, ihr solltet doch mal zu den Einzelhändlern gehen und den Einzelhandel auch mal leben lassen. Ich weiß, 20 Cent ist euch ja schon zu teuer. Sobald ihr einen Laden betretet, möchtet ihr alles umsonst haben, weil ja bei Amazon alles billiger ist. Ja, den Zahn müssen wir euch mal langsam ziehen. Also diese Figur 4,95, 5,95 bei uns, Ende aus. So, und bei Amazon kostet das dann 10, 13, 14, 15 Euro. Tja, okay, ich kann mehr. Und dann bestelle ich mir ja noch ein Büchlein. Und dann brauche ich keine Versandkosten bezahlen. Ach Leute, veräppelt euch doch selber. Ja, wie gesagt, der Einzelhandel stirbt. Es lebe der Einzelhandel. Die Sendung ziehen wir durch. Jetzt gehe ich zum nächsten, weil der braucht einen PC-Platz. Ist er nicht. Okay. Kunde braucht einen PC-Platz, bekommt er gleich, kommt er gleich, dann mache ich wieder aus. So, bei dieser Figur, das sind so, aber Amazon, du, jetzt hätte ich, 1995, okay, wir haben den ja sehr teuer eingekauft, aus der Spawn-Geschichte, 1995. Gut, jetzt bei Amazon, wir haben es ja vorbereitet, kostet die Figur nur 7,88 Euro. 7,88 Euro. Also, bei uns kostet die Figur 19,95 Euro. Okay. So, bei Amazon kostet sie 7,88 Euro. Aber 6,92 Euro kostet zusätzlich der Versand. Grüße, einfach ran in die Mitte oder ich komme helfen. Ja, oder 11,99 Euro Versand dazu. Ne? Wo wir nachdenken, ja, Amazon-Fans. Für die Eishockey-Fans verkaufen wir diese Sachen hier für 49,95 für die Eishockey-Fans. Bei Amazon kostet es 68,90. Und schauen wir mal, was dazu kommt. Ja. Also, bei Amazon würde dieses gute Stück 68,90 kosten plus 47,95. 47,95 Versand. Ja, es lebe der Einzelhandel. Also Schnäppchen. Ihr merkt schon, wenn ihr die Sendung richtig verfolgt, so viele Schnäppchen gibt es da gar nicht. Vorhin habt ihr gesehen, bei Spawn hätte ich beinahe geguckt, ne, zahlen wir ja 19,95. Fing die ja da an mit 7,88 Euro und 10 Euro Versand. Ne, so in der Richtung. So, jetzt haben wir den hier. Jetzt habe ich mich nicht, also da hatte ich mich vorbereitet, aber ich wollte den hier auch nochmal, weil den gibt es ja auch nicht mehr so oft. Mir ist aufgefallen, dass bei Disney, der hat jetzt keine Nummer, kann ich also nicht verfolgen. Also wir verkaufen das gute Stück für 29,95. Ja, aber ich wette mit euch, der kostet jetzt sicherlich bei Amazon mehr, kann ich mal eingeben. Disney, wie heißt der? Talking First Order Stormtrooper Disney. Mal gucken, wir verkaufen den für 29. Wir verkaufen ihn für 29,95 und Amazon möchte für diese Figur jetzt bei den Dreharbeiten, habt ihr ja gerade gesehen, ich habe eingegeben, 93,21. 93,21 und 38,23 Versandkosten. Es reicht mir nämlich langsam, wenn die Kunden hier reinkommen. Ne, wir kaufen. Ne, wir kaufen. Jawohl, wir kaufen nur bei Amazon. Meine lieben Freunde, macht es, tut es. 29,95 bei uns
bei Amazon 93,21 plus 38,23. Wenn ihr uns nicht glaubt, geht doch einfach mal auf Amazon und gebt es ein. So, Captain Rex hat euch mal Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel als Sendung gebracht. Kauft ihr schön weiter bei Amazon. Zum Abschluss, Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Diese Figur kostet bei uns 19,95, ist eine Hellboy-Figur von Bubble Heat, ne? Bubble Heat von Hellboy für 19,95. Kostet schon bei Amazon gibt es die Figur nicht. Haben wir recherchiert, Amazon hat diese Figur nicht. Und ich gebe aber gleich mal Bubblehead Kollektiv ein. Vielleicht hat anhand der Nummer vielleicht nicht. Aber jedenfalls bei Amazon gab es die jetzt nicht. Bei eBay gab es die ab $25. $25. 30 Tage müsste man warten. Was da an Porto und Versand beikommt, weiß man nicht. Käme aus Australien. Ja, in Australien bietet das einer an bei eBay unter dieser Nummer für $25 plus $17. Okay, das wären dann €16,99, $25. Und dann käme dann noch das Ganze dabei. Also insgesamt würde es kosten $56,81 plus Export $39. Also knapp €100 würde diese Figur kosten, wenn er die bestellen würdet über eBay. Und dann erzählt ihr, der Einzelhandel ist zu teuer. Naja, soll mir doch auf eine Art egal sein. Wie gesagt, ich gebe das jetzt hier mal ein. Mal gucken, ob wir das über Amazon doch finden. Er sucht. Findet nichts bis jetzt. Ne, es gibt da einen so ähnlich, sieht aber nicht so aus, wie er hier aussieht. Ne? Würde kosten 23€, sieht also nicht so aus wie er, ein bisschen künstlich das Ganze und würde dann zusätzlich nochmal 9€, also die Figur könntet ihr einmal haben für 55,38 plus 31,39 und dann würdet ihr die nochmal bekommen für 22,99 plus 8,99€, bei uns halt 16,99€, 19,99€ und dann war es das. Wollten wir nochmal gesagt haben, der Einzelhandel stirbt, das lebe der Einzelhandel, kauft ihr weiter schön bei Amazon. Ja, macht Amazon freu. Ja, immer. Amazon verdient pro Sekunde 10€. Pro Sekunde 10€. Ja, unser Eins verdient pro Sekunde 5 Cent. Alles klar? Und deswegen lebt ja natürlich der Einzelhandel. Der Einzelhandel ist ja so teuer. Man geht doch nicht beim Einzelhandel einkaufen, der ist ja viel zu teuer. Aber geht doch nach Amazon. Habt ihr vorhin gesehen, Disney-Figur, ja, bei uns 29,95 und bei Amazon 95,95 plus 53€ Versand. Hurra, der Einzelhandel ist ja so teuer. Okay, das war, wie gesagt, Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Das Beste ist ja auch in dem Dienstleistungssektor. Wir bieten also Kopien an ab 20, 15, 10 und 5 Cent. Dann kriegt man so eine Antwort, pah. Da mache ich doch lieber zu Hause einen Drucker. Okay, man kauft sich einen Drucker günstig, gibt ihn mir ja schon für 49, 69 etc. Schließt ihn an seinen Computer, der auch Geld gekostet hat. Und dann schließt man dann an eine Software, die auch Geld gekostet hat. So, und man schreibt ja auch jeden Tag, man druckt ja auch jeden Tag. Ne? Und dann stellt man fest, huch, der Drucker geht nicht, der will nicht, der Update stimmt nicht. Man hat also zu Hause mit Drucker etc. pp. Viel mehr Ärger, wenn man nicht so viel druckt wie hier. Wir drucken ja jeden Tag. Und wir haben unten rein noch Digitaldrucker. Riesengroße Apparate in Digitaltechnik und die auch digital drucken und auch wunderschöne Bildqualität erzeugen. Aber nein, man will ja einen eigenen Computer haben, man will ja einen eigenen Drucker haben, man will ja eigene Dinge haben, eigene Tinte haben und so weiter. Und warum ist die Tinte dann plötzlich so teuer? 68€, 24€, 39€. Und da sind nur 5 Milliliter drin, 100 Blatt und dann ist das Ding schon wieder alle. Ah, also wir sind günstiger. Wir sind so günstig, dass wir schon für alle zu teuer sind. Wie können Sie sich erdreisten, 20 Cent für eine Kopie zu nehmen? Hallo? Wie kann man sich erdreisten, ein Eis für 1€ plus Sahne 2€? Ein Eis, einen kleinen Eisball, ein Euro. Und die Sahne da drauf, auch 1€, macht 2€.
für Schlicki, Schlacki und Ende. Eine Kopie von der Wiege bis zur Ware, Formulare, da braucht man das. Sonst würde man ja nicht erscheinen, ja? So, mal eben so ein technisches Gerät, wie den Apple hier bedienen, für 20 Cent. Mal eben eine E-Mail checken, 20 Cent. Das ist alles zu teuer? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Seid ihr also wirklich nur noch Internet verseucht? Internet ist ja so billig, Internet ist ja so... Nein, Internet ist uralt. Was da steht, stimmt schon mal gar nicht. Dieses Video ist ja jetzt gerade eben in der Herstellung echt und, wenn ihr das seht, schon alt. So sieht's aus. Ihr seid im Internet, jagt ihr hinter alten Sachen her. Aber ihr seid niemals in der Zukunft. In der Zukunft seid ihr nur da beim Fachhandel. Ja, seid ihr. Hallo, Grüße. Einmal ausdrucken? Ja. Einfach ran. Muss einen hinterherjagen. Hatte gerade eine Großmama, die ihrem Kind Ferien sind, eine Figur zukommen lassen wollte, weil ich sagte, kostet bei uns 19,95 Euro. Wir wollten dieses gute Stück für 19,95 Euro anbieten. Da kam die Tochter. Mutter, bist du bescheuert? So was kauft man doch im Internet. Das kauft man doch nicht hier. Im Internet ist das alles viel günstiger. Mhm. 19,95 bei mir, hier im Einzelhandel. Mhm. Google möchte dafür 29,94. Ne? Amazon möchte 29,94, also 10 Euro mehr. Jetzt gehen wir mal gucken. So weit vorbereitet hatte ich mich jetzt nicht. Und gibt es auch schon ab 23,95, ist richtig. Aber sogar ein Prime muss 0,59 dazu zahlen. Was das soll, weiß ich auch nicht. Aber ist halt so. Ein Prime müsste 26,59, also ein Prime Amazon. 26,95 plus 59 Cent, warum weiß ich nicht, soll mir auch egal sein. Und bei uns wäre das für 19,95 über den Ladentisch gegangen. Tja, so ist das nun mal. Also ihr könnt ja noch billiger haben. Ach, ihr könnt ihn haben für, was haben wir denn da noch? Für 32,57 kostenfreie Lieferung, 4 Wochen warten. 4 Wochen warten, 32,57, wir hätten den jetzt verkauft für 19,95. Für 19,95 hätten wir den jetzt verkauft, aber die Tochter war der Meinung, um Gottes Willen, man kauft doch nicht im Einzelhandel, um Gottes Willen, man kauft doch online. Mutter, das mach mal, tu das bitte wieder weg. Ich hoffe, die liebe Tochter bekommt ihn bei Amazon für 24, für 32 Euro plus zuzüglich und was weiß ich nicht alles. Und Prime ist auch nicht billig. Prime kostet 68 Euro im Jahr und ihr bekommt nichts günstiger. Ist alles Irrsinn. Alles Internet, Irrsinn im Köpken. Ja, meine lieben Freunde, der Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Diese Figur hätte gekostet, aber die kostet ab sofort 24,95, weil jetzt bin ich nickelig. Ne? Ihr könnt mich mal, dicken Finger, 24,95 kostet die jetzt. Ende aus, wirklich mal ohne Porto, ohne alles. Natürlich nur, wenn du hier kaufst. Wenn du im Einzelhandel kaufst, nichts online, ist nicht. Ach, liebe Freunde, ja, vorhin die eine, die war der allerbeste. Das war ja auch so eine von Walt Disney. Die ist ja von Jack Pacifics. Also von Walt Disney wollten wir 29,95 für nehmen. Und die kostet mal eben bei Amazon 93,74 und 56,40 Versand dazu. Rechne mal aus, 100, sagen wir aufgerundet, 150 Euro aufgerundet hätte diese Figur jetzt bei Amazon gekostet. Und die gibt es da auch noch einmal. Ja, okay, dann hätten wir weitergesucht irgendwann. Aber war wirklich immer weit drüber. Wir wollten die abgeben für 29,95, aber nein. Und die wollten wir abgeben für 19,95, aber nein. Man muss bei Amazon kaufen, weil Amazon ist billiger. Im Internet kriegst du alles billiger. Im Internet ist ja alles so billig. Da schmeißen die Sachen ja hinterher. Ja, besonders in Japan für 1 Euro. Da, der WDR. Der WDR hat darüber berichtet, oh, da gibt es so eine Schnäppchenfamilie. Ja, zum Abschlussball für 2,50 Euro ein Kleid, meine lieben Freunde. Für 2,50 Euro ein Kleid. Was glaubt ihr, was da kommt? Meint ihr wirklich, kommt so ein Kardashian Superkleid da in Form gewandelt oder was weiß ich nicht alles in echter Seide oder wie oder was? Für 2,50 Euro. Seid ihr eigentlich nur noch behämmert?
an alle Schnäppchenjäger, werdet mal wieder gesund. Ihr erkrankt gerade am Internet, ihr zerstört den Einzelhandel, es lebe der Einzelhandel. Wie gesagt, ihr meint wirklich, im Internet gibt es alles billiger. Okay, er muss faxen, wir faxen. Ich wünsche allen Zuschauern, allen Kunden, Realkunden, viel Spaß bei unseren Videoclips und wie gesagt, der Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Wir haben also bei den Dreharbeiten, habt ihr ja gesehen, live kontrolliert und haben festgestellt, wir wären im Einzelhandel viel günstiger wie Amazon. Tut uns recht herzlich leid, aber ihr seid ja der Meinung, man müsse bei Amazon kaufen, weil es muss ja bei Amazon gekauft werden, weil Amazon ja viel billiger ist. Nö, ist es nicht. Wir mussten schmunzeln, dass, wie gesagt, einige ältere Leute für ihre Kinder, also Oma, Opa, nicht kaufen durften, weil die Mutter der Meinung war, bei Amazon gibt es alles billiger. Nö, gibt es nicht. Aber egal, wir freuen uns drauf. Wir tun die Ware jetzt zur Seite und werden die dann Weihnachten mal anbieten, mal schauen, was da so bei rauskommt. Wir denken uns sicherlich irgendwas aus. Wir suchen auch, weil unsere Großhändler nicht immer alle haben. Zum Beispiel die Endor-Geschichte würde uns 200 Euro kosten, das lohnt nicht. Wenn wir die da im Schaufenster aufbauen mit den Figuren, wäre es dann 300 Euro. Diesen Wert, die Kinder würden dann die Nase an der Scheibe platt drücken, aber mehr passiert da nicht. Das sind 300 Euro, die wir dann rausgehauen hätten, tun wir nicht, machen wir nicht. Also wir haben festgestellt, ich persönlich habe ja jetzt gesehen, dass die Ware, die wir anbieten, 10-mal günstiger ist. Egal ob das Starter-Set vierteilig ist, was wir im gesamten Kompendium haben, kostet hier 46,49, bei uns 39,95. Also als Prime kostet das 46,49, als normaler kostet das 44,23, habt ihr sogar Glück. Ist die Firma Blaster Parts, die zu 99% positiv bei Amazon bewertet wird. Die würde das sogar für 44,23 kostenfrei versenden. Das Star Wars vierteilige Figurenset Episode 2, wir haben 1 bis 6 haben wir da. Ihr kennt die ja, die Schachteln, wo die vier starren Figuren drin sind, die man dann irgendwo als Drapierung hinstellen kann, als großes Bild. Ja, also mittlerweile gibt es die also bis zu 78,65 auch kostenfrei. Ich vermute, dass die Kosten da so mit eingearbeitet wurden, damit das schön aussieht, dass es kostenfrei rüberkommt. So, also bei uns gibt es die für 39,95 das Stück und ja, also mir persönlich ist es egal, kauft bei Amazon, wie gesagt, tut euch das ruhig an. Mir persönlich macht mir das nichts aus. Aber ich hätte einfach nur Spaß, diese Sendung zu machen. Ja? Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Und man kann hier so schönes machen. Also mir gefällt es ja, ja, in der Star Wars Salon zu sitzen. Im August kommt, wie gesagt, die nächste Sendung. Dann wird aber mal schauen, gezeigt. Es kommen sehr viele, also über 10 Produkte kommen, die wir dann zeigen wollen, die angeblich um die 6 Euro kosten, ohne Porto, ohne alles. Weil irgendwas stimmt da nicht, egal, es steht auch momentan, der Versand wird vorbereitet. Das heißt also, in einem ganzen Monat bekommen die zwar 100 Euro, das ist klar. Also sie können, also das werden sie schon abgebucht haben, die 100 Euro. Und wir warten dann, dass die Ware in einem Monat, also am 24. August spätestens hier ist. Wir lassen uns überraschen. Also wenn das wirklich Top-Ware ist, dann werden wir das in einem Filmbeitrag hier zeigen. Und nicht sofort draufstürzen, um Gottes Willen nicht draufstürzen, weil wir tun die Ware weg für Weihnachten, das ist klar. Weihnachten können wir die Fenster auch wieder dekorieren, weil dieser Sonneneinstrahlung würde uns das ja alles kaputt gehen. Machen wir nicht. Ja, aber wie ich das so sagen möchte, ist, ob nur eBay, Amazon oder rumgegoogelt da, online, seid mir bitte nicht böse, so toll ist die Japan-Ware nicht. Im WDR, ich glaube WDR und die anderen Programme haben da mal eine gesamte Familie, die an sich in Saus und Braus lebt, ja. Die haben ein eigenes Haus und so, also haben an sich Geld, aber sind kniggerig, sind geizig und kaufen nur bei Amazon und
bei den Chinesen, Itzi, Bitsi, ach keine Itzi, Lützi, wie die sich da alle nennen, Alabama und Alibaba und was weiß ich nicht alles da, die 40 Räuber auf Deutsch gesagt. Und nachher stellte es sich heraus, ein Kleid für 3,50 Euro, also, oder Schuhe für 3,50 Euro, ja, aus China, ja, ist ja wohl klar, dass die stinken wie die Pest, ja, dass die ganze Ware warm riechen. Tut es euch doch nicht an, das ist Pappe, das ist irgendwie aus Pappe nachgebastelt oder so. Natürlich kriegt ihr dann piekfeine super Schuhe, die von außen super aussehen, die tragt ihr aber nur einmal, dann habt ihr die 4 Euro weggehauen. Ich meine, wer so geizig ist, naja, tut mir leid, also wer so geizig ist, sollte sich das nicht antun, auf keinen Fall sollte er sich das antun, aber wenn er sich das antut, seid ihr selber schuld, also ich würde es nicht machen. Okay, Einzelne stirbt, es lebe der Einzelne, das war die Sendung, ich verabschiede mich wieder und es sind also mehrere Teile, schaut sie euch an. Wir haben die Preise wirklich mal lokalisiert, wir haben die Preise uns wirklich mal angesehen. Wenn ihr ein Schnäppchen macht, kommt immer was drauf, also ein richtiges Schnäppchen bei Amazon. Müssen wir mal gucken, ob das wirklich stimmt. Wir glauben nicht, dass das stimmt. Nee. Also wir sind gespannt. Ja, wir haben jetzt wie gesagt 10 Artikel um die 6 Euro und ein paar Artikel um die 20 Euro mal dort bestellt. Sind also circa um die 100 Euro, die ja uns abbuchen oder schon abgebucht haben. Und dann schauen wir. Also wenn ich das so sehe und wenn ich die Preise, wie gesagt, ich persönlich mag jetzt nicht 3,75 Inch, wie ich es hätte haben wollen, da ich viele Kunden hatte, die also 3,75 Inch Figuren haben wollten. Aber jetzt hat ja mittlerweile Amazon so viele 3,75 Inch Figuren da, im Angebot, brauche ich also nicht einkaufen. Der Kunde kommt sicherlich auch nicht mehr wieder. Der kauft jetzt sicherlich weiterhin im Netz. Und ja. Wir bieten unseren Kunden unser Netz an. Die können ja bei Amazon hier bestellen und einkaufen. Wir haben unsere Figuren, die weit günstiger sind im Angebot. Mehr können wir nicht anbieten. Mehr bieten wir auch nicht an. So, bedanke mich noch einmal fürs Zuschauen. Ihr Amazon, eBay-Verrückte. Wir sind Einzelhandel, wir bleiben Einzelhandel. Da sind wir auch stolz drauf. So, zum Abschluss. In der nächsten Sendung seht ihr wieder, Einzelhandel stirbt, es lebe der Einzelhandel. Und ich werde euch ganz viele Figuren zeigen. Wir sind zwar der Meinung, dass es ein Fake war, 5,99 Euro, 6,18 Euro für Star Wars Figuren irgendwo in Amerika, Kalifornien, die kostenfrei angeblich zusenden. Also viel Mühe gegeben, bei Amazon wirklich den ganzen Tag rauf, runter, links, rechts, sich das alles angesehen. Ich werde auch sicherlich sehr lustige Figuren bestellen für Weihnachten. Das Schaufenster wird also ziemlich rappelig auf Star Wars getrimmt werden. Ich werde da nochmal ein paar hundert Euro investieren. Es kann sein, wenn die Dinger da Krach machen da zu Weihnachten, dass die Leute das vielleicht haben wollen. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich erstmal die gesamte Werbung entfernt. Wir haben zweimal, dreimal drei große Schaufenster, die jetzt entmaskiert wurden. Alles raus, alles weg. Die bleiben jetzt erstmal so. Wir haben natürlich unsere Werbung platziert, das ist klar, vielleicht habe ich sie sogar hier. Ja, habe ich, unsere Werbung. Die solltet ihr ja auch sehen. Ja, hauptsächlich sind wir ja das. Wir sind ja das Augenblickstudio, einfach kurz reinkommen. Machen wir alle Bilder, wertvolle Momente werden unvergesslich. Will ich hoffen, dass ihr das lesen konntet. Ja, unvergesslich. So, das ist unsere Hauptaktion, das hier ist daneben. Ist so ein Nebenprodukt, unsere Star Wars Show, Meier, mal gucken, in 10 Jahren, wenn 50 Jahre alt, dann machen wir das auch nochmal. Okay, da ist immer ein bisschen zu alt dafür, aber schauen wir mal. Also Amazon, meine lieben Freunde, will ich jetzt nicht so kaufen wie so ein Weltmeister, ist aber eure Sache, wenn das macht. Wir haben die Preise wirklich verglichen, wir waren wirklich jedes Mal günstiger, ja. Also egal was, sogar die Filme waren hier günstiger, obwohl wir können sie halt nicht mehr einkaufen, das bringt nichts. Wir müssen pro 18er Wert, also
Film, der für 18-Jährige sind, müssen wir 5 Euro extra bezahlen. Also liebe Freunde, da haben wir gar keine Lust drauf. Ja, aber sonst, wir kaufen auch keine Sideshow mehr bei Amazon. Wir kaufen Sideshow, wenn überhaupt, in einem Fachgeschäft in Berlin. Der ist wesentlich günstiger und das hier im deutschen Territorium. Berlin ist nicht allzu weit. Gut, wir haben da schon mal bestellt und die Ware ist bis heute nicht gekommen. Gut, wir haben ja auch nichts bezahlen brauchen, weil er hat ja nichts abgebucht. Aber wir wollten einen Yoda, einen kleinen Yoda, kam 89 Euro von Sideshow, kam aber nie an. Kostet heute bis zu 3200 Euro, dieser, den wir damals haben wollten. Das sind jetzt 7 Jahre her. Vermutlich, es gibt ihn wohl nicht mehr, darum ist der wohl so teuer geworden. Ja, was können wir denn noch berichten? Also viel können wir nicht berichten. Wir können halt nur sagen, dass Amazon nicht so günstig ist, wie jeder meint. Wir sind Prime-Kunde, wir sind sogar Geschäftskunden bei Amazon. Und das ist nicht so günstig. Hi,